Liebe Bürgerinnen und Bürger, genau vor einem Jahr, am 5. November 2018, wurde ich zur Landtagspräsidentin gewählt. Das Ergebnis war ein großer Vertrauensvorschuss. Ich möchte heute eine erste Bilanz ziehen, aber auch nach vorne blicken. Es hat sich viel getan und es wird hier im Maximilianeum noch einiges passieren. Der Bayerische Landtag hat heute 6 statt vorher 4 Fraktionen, 25 zusätzliche und 88 neue Abgeordnete. Ein bayerisches Parlament größer und ja, lebendiger als je zuvor. Der Landtag hat sich verändert. Neue Abgeordnete brauchten Büros für sich und ihre Mitarbeiter. Und am Landtag wird weiter gebaut. Das Haus wird bis 2026 generalsaniert. Für Sie, die Bürgerinnen und Bürger, wird es auch ein neues Besucherfoyer geben. Gearbeitet wird nicht nur am Haus, sondern auch im Haus. Unsere Abgeordneten sind extrem fleißig. Mehr Abgeordnete, mehr Fraktionen bedeuten mehr Anfragen und mehr Anträge. Der größte Wurf war ganz sicher die Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2019-2020 mit 640 Änderungsanträgen. Eine mir in diesen Tagen sehr häufig gestellte Frage lautet: Hat sich mit dem Einzug der AfD das Klima im Landtag verändert? Diese Frage ist eindeutig mit einem Ja zu beantworten. Das Klima hat sich verändert, ist rauer und deutlich aggressiver geworden. Ich betrachte diese Entwicklung mit großer Sorge. Zwischen Ende Januar und Mitte Juli 2019 wurden 4 Rügen erteilt. Davor gab es jahrzehntelang keine einzige. Eins muss jedem klar sein: Wer gezielt unsere parlamentarische Ordnung angreift, der hat in mir eine entschiedene Gegnerin. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat in den vergangenen 7 Jahrzehnten eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben. Es geht um den besten Staat, den wir je hatten. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Extremisten von rechts und links ihre Freiheit missbrauchen, um die Freiheit anderer einzuschränken, wie es zum Beispiel jüngst an der Universität in Hamburg geschehen ist. Unser Landtag ist das Herz der bayerischen Demokratie und zugleich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Als Landtagspräsidentin werbe ich für eine faire, demokratische Kultur. Mein Leitmotiv lautet: Demokratie ist nie nur Gabe, sondern immer auch Aufgabe. Ich will in den kommenden Jahren mehr auf das sehen, was uns verbindet, als auf das, was uns trennt. Wir brauchen weniger Stimmungsmache und mehr Maß und Mitte. Wir brauchen mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ich wünsche mir mehr Offenheit für die Argumente des anderen, auch hier im Haus. Und bei einer Sache können Sie mich aktuell und in Zukunft besonders unterstützen. Der Bayerische Landtag ist neben unserer Website www.bayern.landtag.de auch in den sozialen Netzwerken vertreten. Sie finden uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Bitte folgen Sie uns, stellen Sie Ihre Fragen, diskutieren Sie mit uns. Das ist das, was Demokratie ausmacht. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.